Aber ich müsste halt trotzdem langsam mal noch einen gelben kriegen. Das wäre schön. Hallo, ich hätte gerne noch einen. Na, hallo, ich sagte gelb. Einen gelben hätte ich... Nein, hätte ich allein deshalb gerne. Damit wir 45 und nicht 44 veredeln. Junge, hört auf, mir diese weißen Steine zu geben. Ich brauche die nicht mehr. Ups. Ich sagte, hört auf. Das gibt's doch nicht. Warum kriege ich jetzt so viele von denen? Okay, nein, ja. Oh, Heilgeist, nein. Hä, ich war doch voll drin. Ich wurde voll verarscht. Da, 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 da. Noch ein weißer Stein. WTF. Ach ja. Huch. Oh, ich krieg wieder so ein Apple Software Update. Das kommt immer so 30 Jahre, nachdem der PC an ist. Mann, ey. Ich weiß nicht mal mehr, warum ich das habe. Ich glaube, wegen irgendeiner Animationsgeschichte. Brauchte ich irgendeine Funktion, da muss ich das downloaden. So, hier war nichts. Schade, ey. Gut, es ist jetzt aber so spät. Ich gehe jetzt zurück zum Anfang und wir gehen veredeln. Ich hoffe, ich habe genug Platz, aber eigentlich schon. Ach, guck mal, mir geht's eh schlecht. Dann würde ich gleich mal den Preiselbeersaft trinken. Ja, da hat ein bisschen was gebracht. Und dann noch den Brombeersaft. Sehr schön. Dann sind wir vorbereitet. La, 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 la. Ah, und ich kann ja immer noch 99 von den Pilzen verkaufen. Dip, dip, dim, dip, 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 dip. Krass, ey. Das wird jetzt, glaube ich, schon teuer, wenn man bedenkt, dass wir 33G pro Veredelung bezahlen müssen. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass sich das wieder auszahlen wird. Aber es ist schon heftig, wenn man drüber nachdenkt. So, weg damit. Let's go. Huch. Ich glaube, ich warte vielleicht doch mal mit dem gelben Shit. Bis wir da 50 haben, weil ich ja gesagt habe, ich möchte immer bis 50 warten. Vielleicht gehe ich dann morgen in die Tiefenmine, dann können wir ein bisschen Rubin holen. Außer, das zahlt sich heute richtig aus. Oh, ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. So, das hier bitte. Das kostet 2000. Okay. Ja, 75 weißer Edelstein macht. 40 Glas. Oha! 22 Kristall und... 9-mal Opal und 4-mal Diamant. Oha, ich glaube, das wird sich auszahlen. Möchtest du noch mehr? Jetzt bin ich halt ein bisschen gierig, ne? Hm. Na, kommt. Das kostet, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. 1000 oder so. 44 gelber Edelstein machen. 30-mal Glas. Ach du Scheiße. 10-mal Bernstein. Und 4-mal Topaz. Bitteschön. Weitere? Nein, ich bin zufrieden, danke. Komm bald wieder. Also letzten Endes, wir haben 3000 bezahlt und kriegen doch erstaunlich viel wieder rein, glaube ich. Ich bin so gespannt auf den morgigen Bericht. So, und jetzt gehen wir gleich zur guten Kati. Ich würde mich auch nach Harmonika einfach porten, habe ich beschlossen. So, in die Versandkiste. Let's fucking go. Das kann alles weg. Das auch und die hier auch. Und das Glas. Alter. Jetzt bin ich gespannt. Also an sich würde ja die Mine dann doch mehr Sinn ergeben, als jetzt ständig was anzubauen. Harmonika. Da, 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 da. Aber ich glaube, wir sind jetzt näher dran am Verdienst für den Erntemeister mit dem ganzen Ackerbau. Aber wer weiß, vielleicht ist ja auch am Ende des Monats bei Winter, also am Winter jetzt, so viel beim Minen... Dingsbums so viel rausgekommen, dass wir da schon den Erntemeistertitel bekommen. Man weiß es nicht. Auf zu Kati. Ja, die wird sich freuen. Hoffe ich. Ah, ich habe ja einen Schluck Cola. Den werde ich gleich mal sippen. So, es gibt nichts Schöneres als heiße Sommertage mit Cola. Schau mal, jetzt dein Karottensaft, Kati. Hi. Das ist klasse. Finde ich super.
Also langsam müsste sie doch mal ein Herz haben, oder? Morgen ist das Erntedankfest, da muss man Kuchen machen. Mhm. Gewöhnst du dich an das Leben hier? Es ist so eine schöne Stadt. Gefällt sie dir auch? Perfekt. Die Bergtiere sind wohl Winterschläfer. Okay, also wir haben noch 36 Karottensaft und haben jetzt ein Herz bei ihr erreicht. Toll. Ja, gut, dann brauchst du auch nicht mehr aufspülen. Wir wissen ja, dass jetzt bei der Schneiderei ist. Da, Schneiderei. Schneiderei. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Wir hatten, glaube ich, 45 und jetzt haben wir 38. Also es sind schon 7 Herzen. Würde ich sagen. Ungefähr. So, ich gehe zurück ins Kantatenviertel. Und dann bin ich gespannt, wie viel Geld wir morgen haben werden und ob wir morgen ein Date haben werden vor allem. Und vielleicht sogar einen Tag später schon die Abfuhr. Das wäre ja cool. Da-dam, da-da-dam. Ach ja, schön, Tenny. Wenn du einfach mal immer so schnell rennen könntest, wäre das natürlich viel besser für mich, aber so in Ordnung. Wir wollen sie ja nicht hetzen. Da-da-da-da-da-dam. Mir fällt gerade ein, ich guck mal kurz nach meinen Bäumen hier drüben, ob die eingegangen sind. Nö, die wachsen ganz gut, aber die wachsen nicht so schnell. Warum nicht? Was ist mit denen passiert? Wo ist meine Gießkanne? Wundert mich, weil die müssten doch alle gleich schnell wachsen, oder? Oder da war Unkraut außenrum oder so. Hm, wer weiß. Auf jeden Fall wachsen die Bäume von alleine. Das ist gut. Tada. Der schöne Schneemann. Ich bin so gespannt. Vielleicht haben wir ja sogar morgen schon 15.000. Das könnte sein. Wir haben so viel verkauft. Das wäre doch cool. Gute Nacht. Achso, wie wird... Achso, gut. Ja, nee, dann nicht. Ich wollte fragen, wie gut das Wetter wird. Aber ich habe ja vorhin extra nachgeschaut. Oha, 17.430. Ja, damit haben wir auf jeden Fall die Goldwerkzeuge freigeschaltet. Das nenne ich doch cool. Schön. Vielleicht könnten wir sogar ein Goldwerkzeug kaufen. Wir haben jetzt... Ja, knapp. Ganz knapp. Nee, dann können wir heute leider kein Date haben. Es steht Erntedankfest da. Also an den Festen wird ja eh kein Date stattfinden. So eine Scheiße, ey. Ja, na gut, dann nichts. Wie wird morgen das Wetter? Hallo, morgen wird das Wetter sonnig. Endlich! Morgen dann. Morgen ist ein perfekter Tag für Dates. Endlich haben wir ein Date am Morgen. Und dann wahrscheinlich bald die Abfuhr. Nice. Weil morgen dürfte kein Fest sein. Was ist denn hier Schönes drin? Von der Schmiede, wir haben es geschafft, noch stärkere Werkzeuge herzustellen. Wir können jetzt auch Gold bearbeiten. Bringen Sie uns Gold und etwas zum Härten. Yippie. Okay, was schenkst du mir heute? Vor dem Schneemann Schneemir liegt etwas. Famose Zwiebel gefunden. Oh, wenn er mir eine Kartoffel geben würde, wäre das natürlich geil. Weil eine Kartoffel könnte ich direkt verarbeiten. Mal schauen, vielleicht klappt das ja noch. Da, 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 la, la, la. Ja, ich habe jetzt leider keinen Kuchen. Das ist natürlich blöd. Keiner möchte den Kuchen. Oh ja! Wir können wieder edle Mayonnaise herstellen. Geil. Vielleicht liegt es doch am Wetter, aber heute ist es sonnig und plötzlich geben die wieder edle Sachen. Heute ist Donnerstag. Bei der Mine wird also nichts los sein. Okay, dann ist so. Edle Mayonnaise. Da, 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 da. Ah, vielleicht wird Kathi heute draußen rumspazieren. Das wäre cool. Jetzt mache ich ja doch den gleichen Fehler wie sonst immer. Egal, aber jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Da, da. Du fehlst noch, oder? Ja. Komm her, Chlori. Feines Chlori.
Cheep, cheep. Halten. Vector. Bock, bock. Streicheln. Halten. Und das letzte. Streicheln. Halten. Und dahin. Nice. Ah, schön. Jetzt ist halt die Frage mit dem Bergbau, mache ich so weiter? Hm, ich würde die famose Mayonnaise trotzdem mal aufheben, denke ich. Falls wir wieder keine Edle dazu bekommen, dass wir mit Pia einfach weitermachen können trotzdem. Da, 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 da. Okay, ich frage mich, wie es hier aussieht. Ob heute auch wieder ein bisschen edle Milch dazu kommt, weil wir hatten jetzt in letzter Zeit immer normale und gute Milch. Das war nicht so cool. Und Lemmy könnte vielleicht sogar, genau, geschoren werden heute. 1, 2, 3, 4, 5. Bitteschön. Bitteschön. Auch für dich. Und auch für dich. Und natürlich auch für dich, Lemmy. Juhu! Bam, 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 bam. Steh auf. Schmusi, das kann doch nicht sein. Und Flusi. Und Kusi. Und Lemmy. Und die drei muss ich jetzt wieder bürsten, damit die langsam uns noch mehr mögen. Ich fange wieder hier oben an. Da, da, da. So, da. Oh, du kannst jetzt auf Kusi reiten. Yay! Aber auf Chef wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine Lemmy. Da, 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 da. Lemmy haben wir, glaube ich, noch nicht so lange. Nee. Sie hasst es. So, Mac Machine, let's go. Gut, schaff's mich. Es geht voran. Gute Milch. Juhu. Komm schon, könnt ihr wenigstens famose oder edle Milch oder so geben? Das ist schon so lange her. Danke. Du auch? Sehr schön. Zweimal famose Milch. So will ich das. Die gute Schafsmilch wird jetzt zu gutem Ziegenkäse. Dann die famose Milch. Nein. Nein. Teddy, hör auf. Da. Famose Milch, hör auf, das trinken zu wollen, Mann. Da, 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 da. Ja, hier. Und da. Und Wolle. Da. Jetzt die gute Milch in den Schrank hinein. Dann den Tom-Tom-Wald. Schnell besuchen, so muss das sein. Dab, 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 dab. Da, da. Vielleicht gehe ich auch erst zum Tom-Tom-Wald, überlege ich gerade. Die Milch ist jetzt nicht so krass. Wie heißt Platz wegnehmend, Platz einfordernd. La, 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 la. Da 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 da. Flieg! Und wir sind gelandet. So, sehr schön. Pilze sind dabei. Wir haben jetzt einfach das Doppelte von gestern. Und es hat, wie gesagt, nur 4 Tage gedauert. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt mehr ist als Farmarbeit. Aber streng genommen, dafür habe ich jetzt halt keinen Bock. Ja, also darauf habe ich keinen Bock und dafür habe ich keine Zeit. Wenn man jeden Tag anbauen würde,
das Zeug verkaufen würde und nicht jeden beschenken würde, sondern wirklich einfach nur anbaut und dann noch jeden Tag bis 16 Uhr die Minenarbeit betreibt, dann kriegt man richtig viel Geld zusammen. Heftig. Ja, ich würde jetzt noch ein bisschen sparen und vielleicht können wir dann die Gießkanne ausbauen. Oder wir machen noch den Hammer und die Axt besser. Ich könnte mir vorstellen, das lohnt sich vielleicht auch. Tja, ist die Frage. Wenn wir so weitermachen, könnte ich mir aber auch das Feld kaufen. Da, da, da. Geht's hier weiter? Ich weiß es nicht mehr. La, la, la. Ich suche den Tom-Tom-Pilz. Wo ist der Pilz? Noah. Ich glaube, noch eins. Ach so, ich könnte natürlich auch erstmal die Angel weiter ausbauen. Aber bei der haben wir noch gar nichts gemacht. Ich glaube, das lohnt sich auch. Und die ist nicht so teuer wie der Rest. Ach, da ist er. Der Tom-Tom-Pilz, yeah. Ich würde dann, denke ich, wieder offscreen in die Mine gehen. Und falls irgendwas passiert, schneide ich natürlich zu. Aber jetzt nicht unbedingt, wenn ein neues Gespräch kommt oder wir ein Herz bei jemandem dazu bekommen, weil das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Gerade bei den Weibern interessiert es mich auch nicht so. ja, aber falls jetzt irgendein Kerl was Neues sagt oder mit uns ausgehen möchte, dann ja, steht sie immer draußen? Ah, wahrscheinlich bei gutem Wetter. Schön, dann muss ich nämlich gar nicht erst reinkommen, das ist sehr gut. Hier, Kräutertee für dich. Da, 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 da. Oh, darf ich das wirklich haben? Vielen Dank. Ja, es wäre schön, wenn du mal 3 Herzen kriegen würdest. Da würde ich mich freuen, Mann. Hast du einen Kuchen gebacken für jemanden, Teddy? Nein. Es ist wichtig, ja? Du hast den Ruf, ein harter Arbeiter zu sein, Teddy. Du siehst gut aus heute. Dankeschön. Achso, wir können ja gleich zu Julius. Außer der hat jetzt sein Haus noch nicht aufgesperrt. Dann müssen wir bis 8 warten. Da, da, da. 2 Minuten haben wir nämlich noch. Da, 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 da. Julius. Nee, ist nicht da. Wahrscheinlich dann erst um 8, nehme ich an. Los, aus 20 Minuten, Julius. Ich bin bereit. Heute ist das Erntedankfest, ja. Ah, vielleicht komme ich aber auch nicht rein, weil heute ein Fest ist. Aber er könnte trotzdem um 8 aufmachen. Wir warten einfach mal ab. Fest. Ach so, deswegen steht bestimmt auch Ilka draußen, weil ja heute ein Fest ist. Ach so. Ja, dann komme ich bestimmt nicht in sein Kackhaus rein. Also werde ich heute Julius nicht beschenken und Rolf wahrscheinlich auch nicht. Obwohl, den könnte ich noch sehen, falls ich vorbeirenne. Das kann sein. Nee, er ist nicht da. Gut. Dann... dann gehe ich nach Harmonika. Eventuell steht da noch Kati rum. Das wäre ja schön. Cheap. Los, Yunis. Tobi wird niemals mit uns auf ein Date gehen? Scheiße. Es ist schon kommen, wir werden 7 Herzen bei ihm haben und dann, ja, haben wir noch nichts gesehen und können deshalb nichts triggern. Ach so, komme ich überhaupt zum Zauberer? Eigentlich schon, oder? Den juckt das ja nicht. So, hier dein Karottensaft, Kati. Morgen. Ach, toll. Danke, Mann. Du bist die beste Freundin der Welt. Ich weiß, Kati. Für dich doch gerne. Aber hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich auch schon eher mit den Weibern anfangen können. Weil ja sowieso erst bei 4 Herzen entschieden wird, ob die daten oder nicht. Ach, man muss auch für die kleinen Dinge dankbar sein. Wenn ich könnte, würde ich jedem in der Stadt einen Kuchen geben. Ah, aber ob mir andere einen Kuchen geben, frage ich mich. Zum Beispiel Tobi, der mag mich ja. Ob der mir einen Kuchen gibt? Guten Morgen. Teddy, um dir für alles zu danken, was du für uns getan hast, habe ich diesen Kuchen gebacken. Für mich, meine ich. Oh mein Gott, danke, dann kann ich den ja gleich weiter verschenken. schau mal, Tobi. Wow, für mich, die Mühe hättest du dir nicht machen brauchen. Vielen Dank.
Kein Problem, den habe ich natürlich selber gebacken. Das ist geil, ich liebe es. Ja, nochmal bitte. Ja, ja. Komm schon. Ah. Ah, los. Gut. Man hat mir gesagt, ich würde ins Leere starren oft. Jetzt möchte ich aber schon gerne wissen. Läuft noch irgendjemand rum, dem ich einen Kuchen abluchsen kann? Zum Beispiel Max oder so. Max wird mir doch bestimmt auch einen Kuchen geben, oder? Max ist nicht da. Verdammt! Ist Stefan hier? Nee. Es ist niemand da, dem ich noch einen Kuchen abluchsen kann. Ah, sonst hätte ich mich dem Zauberer eingeben können. Sehr schade. Na gut, egal. Dann nicht. Vielleicht sehe ich ja noch einen, dann kann ich ihm ja den Kuchen geben und euch das zeigen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!